Der Isolierglashersteller Glasherzog in Waghäusel, Deutschland, setzt den Swisspacer Air ein für Isoliergläser mit kleinen Abmessungen, ungünstigen Seitenverhältnissen und großen Scheibenzwischenräumen. Vierfach-Isoliergläser wie dieses hier werden als Lichtausschnitte in modernen Haustüren eingesetzt. Der Scheibenzwischenraum ist sehr groß und daher ist Druckausgleich notwendig. Trotz Luft statt Edelgas im druckentspannten Scheibenzwischenraum werden herausragende UG-Werte von 0,48 bis 0,36 Watt pro Quadratmeter Kelvin erreicht. Klimalasten treten bei uns auf für Isolierglasscheiben, die für Haustüren verwendet werden, mit großen Scheibenzwischenräumen, kleine Glasformate, ungünstige Seitenverhältnisse. Da bekommen die Gläser Stress und können kaputt gehen. In der Vergangenheit mussten wir hohe Einzelglasdicken verwenden, unter anderem VSG oder ESG, um die Klimalasten abzufangen. Durch den Swisspacer Air möchten wir dünnere Gläser verwenden, dadurch ein leichteres Isolierglas bauen, das sowohl im Sommer, Winter alle Klimalasten aufnehmen kann. Den Swisspacer Air setzen wir für Gläser ein, die in die USA, in die Rocky Mountains gehen, um die Höhenunterschiede auszugleichen, dass die Gläser nicht kaputt gehen. Druckausgleich in kleinen Isoliergläsern eröffnet vielfältige Möglichkeiten der Gestaltung.